Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Astreiter. Wir sind in Folge Nummer 48 von Astroneer. Ja, Rakete haben wir startklar gemacht, aber der Dralo hatte mir geschrieben, dass das Teil, was ich auch zum Schluss der letzten Folge, glaube ich, gesagt hatte, in dieses Labor muss, was wir da hinten finden. Ne? Da müssen wir hin. Dann werden wir das da mal reinbauen und gucken, wie es weitergeht. Ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir uns das an. Ne? Bis gleich. So, jetzt sind wir hier und einfach da unten so rein oder was? Oder gibt es spezielle Plätze dafür? Ne, ne? Muss wohl so da rein. Aha. Ein schickes Video. Oh, eine Kammer. Und da ist so ein kleines Tierchen drin. Voll cool. QT, so wird das QT ausgesprochen, das Englische. Ne? QT für niedlich. Klar, der Dralo hatte mir das auch geschrieben. Neue Mission gibt es da auch noch. Und noch eine neue Mission. Alles klar, das ist ja natürlich so sehr schön. Ne? Da müssen wir weiter gucken, wie wir hier rankommen oder mit der Aufgabe weiterkommen. Okay, das sinkt jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich. Das ist ja sehr schön. Kann auch ein bisschen nervig vielleicht sein, weiß ich nicht. So, neue Missionen. Schauen wir doch noch mal rein, oder? Verifizierung. Können wir jetzt abholen? Was kriegen wir denn? Bonus 250 Bytes. Okay, das ist schon mal eine Hausnummer. Nicht viel, aber etwas. Versorge das Xenobully-Labor mit mehr Energie. Benutze den Datenverlauf, um die Ortung des Xenobully-Labors zu aktivieren. Benutze den Datenverlauf? Ja. Andere ja, benutze den Datenverlauf, um die Ortung des Xenobiologie-Labors zu aktivieren. Benutze den Datenverlauf. Ja, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Gegenstand Sauerstofffilter kriege ich. Druck und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Da können wir immer noch platzieren. Unterkunft auf dem anderen Planeten haben wir eingepackt. Haben wir da schon mal gemacht. So, ich habe jetzt keinen blassen Schimmer, wie wir den Datenverlauf. Wir können da ja nochmal hingehen und können nochmal gerade gucken. Bin mir aber nicht sicher. Also Strom haben wir genug. Vielleicht können wir hier noch irgendwas machen. Da sind ja auch noch so ein paar Symbole immer dran. Ne? Altes Xenobiologie-Missionsobjekt. Eine verlassene Einrichtung, der einst biologische Proben aufbewahrt und untersucht wurden. Zum Teil noch funktionsfähig und könnte nützliche Informationen enthalten. Da kann man nichts machen. Sauerstoffbehälter haben wir da schon mal, glaube ich, rangebaut, ne? Kann man da irgendwas noch tun? Ich glaube eher nicht, ne, oder? Es liegt auf jeden Fall an der schäbigen Stelle hier, ne? Altes Xenobiologie-Labor. Ja, irgendwie muss man bestimmt noch was reinstecken oder sowas, ne? Strom hat das Ding ja genug wohl. Ja, hier unten ist irgendwie auch noch so ein Ding, wo man was reinmachen könnte, ne? Tja. Wenn das Teil mal irgendwo richtig auf der Erde stehen würde. Aber so ist es halt im Leben, ne? Ist nicht immer so, wie man sich's vorstellt. Hier ist ja jetzt der Balken voll. Der Stecker ist drin, das ist... Ah, warte mal, hier ist das Pendel. Knopf drücken, um Ortung zu aktivieren. Ah! Ortungsenergie. Ein Abenteuer, lustiges und verspieltes Begleiterin, die eine Expertin darin ist, glänzende Dinge zu finden, wenn sie gut genährt ist. Usagi hilft gerne dabei, auf Planeten erkundbare Orte zu finden, egal wo sie sich aufhält. Oder, ich weiß nicht, ist das schon die dritte Mission gerade? Okay, das kann keiner hier lesen wieder. Ah, okay, das ist jetzt hier. Trotz meiner Bemühungen schafft Rogal es immer wieder aus seinem Terrain auszubrechen. Okay, das sind die Informationen hier vom Dingens. Ne? Ich glaube, die habe ich aber schon da gelesen. Ne? Aufsichtsstation, ja, das ist das. Und das ist jetzt hier der nächste Punkt, den ich aber nicht lesen kann. SOS, dies wird mein letzter Eintrag sein. Die Triton wird angegriffen. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Ich habe die Aufzugsstation abgeschlossen, aber es wird nicht zu lange dauern, bis sie mich finden. Now hat vorhin noch mehr gerufen. Naja, okay. Schneckendaten.
Okay, wir haben ja noch einige Dinge hier so drinne zu lesen, aber ja, ich schätze mal, ein unverwüstlicher Begleiter, der sich bei jedem Abenteuer problemlos atmen lässt, wenn er gut genährt ist. Silga ist eine witzige Ergänzung für jeden Rucksack. Die Luft muss fließen. Ja, und die sind noch alle abgeschlossen hier. Das kann ich noch nicht lesen. Okay, geht es in irgendeine Richtung? Das geht hoch runter, das ist klar. Ja, das ist hier wohl, glaube ich, erstmal alles. Dann schauen wir mal weiter. Wir können ja noch mal gucken, welche Aufgaben das gerade waren, die da reingeslidert sind. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da. Nee. Doch hier. Die Rakete irritiert mich ein bisschen, weil die da drauf gelandet ist. Ach so, den Sauerstofffilter haben wir schon mal fertig. Sehr gut. G-Dosolo-Gehäuse gescannt. Ein Gast Galastropat hat sich auf dem kargen Mond gel Ein Galastropat ist auf dem kargen Mond gel Was für ein Deutsch. Finde und scanne sein abgeworfenes Gehäuse in den Kratern von Dosolo. Okay. Dann kriege ich wieder ein leeres Terrarium. G-Kalidor-Gehäuse gescannt. Die trockenen, dünnen, dürren Welten. Also muss ich das auf jedem Planeten machen wahrscheinlich. Ja. Also nicht auf jedem, auf den nächsten zweien wohl. Kalidor ist, glaube ich, mittlerer. Desolo ist ja der nächste, den wir jetzt schon haben. Gefüllter Speicher, ja, das ist noch nicht geklärt. Ich denke mal, wir gehen jetzt in die Rakete und schauen zu, dass wir die Mission dann erledigen, die da auf dem anderen Planeten ist, ne? Betreten wir mal. Wir haben 4 Starts, glaube ich, noch. Genau so ist es. Zu anderen Planeten schießen ist V. Ich hoffe, ich habe die Markierung noch mit, weil ne, das sollten wir auf jeden Fall noch tun, dass wir fliegen mal nach Desolo. Ja, da wird das Problem sein, dass wir jetzt hoffentlich an der gleichen Stelle landen, wo wir zuletzt schon waren, weil da haben wir keine Markierung gesetzt, ne? Natürliche Lage, natürliche Lage. Ich weiß nicht, ich glaube, wir waren hierhin, aber wissen tue ich es auch nicht. Wenn wir da jetzt landen und die Rakete ist nicht da, die Versorgungslinie ist nicht da, dann haben wir was falsch gemacht. Aber so wie es aussieht, sind wir hier gewesen. So. Ja, da ist die Rampe, alles passt. F für verlassen. Und jetzt müssen wir da das rausnehmen. Das nehmen wir auch raus. Und das nehmen wir auch raus, weil das packen wir hier voll. Und den machen wir mal da rein, weil ich glaube, dann gibt es die Sauerstoffverbindung. Ja, genau, dann ist alles gut. So, das bedeutet, wir müssen jetzt aber hier schauen. Die Feststoffschubdüse war. Okay, das ist jetzt eine Reserve, falls, ne, wir was falsch machen. Die Feldunterkunft, die nehmen wir jetzt mit und bauen die oben hin, oder? Da stand ja nicht, wo die hin muss. Die stand einfach nur hier irgendwo aufbauen, oder? Und ich würde sie jetzt tatsächlich einfach hier mal hinsetzen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, habe ich keine Ahnung. Also dauerhaft drücken. Wir werden es gleich wissen. Ja. Sieht erstmal schick aus, oder? Bringt mir aber, glaube ich, nicht ganz viel, ne? Tragbare Raumbasis. Unterkünfte bieten sicheren Raum, Strom und Sauerstoff. Erzeugt 0,5 ES. Okay. Sehe ich das irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Ah, doch, da hinten drin ist er. Alles klar, Strom gibt es hier auch, sagt er. So, was ist jetzt unsere Aufgabe? Gute Frage, ne? Ne, da war es nicht. Wir wollten jetzt definitiv dieses Teil hier, glaube ich, aufstellen, oder? Ah, da oben ist was drauf. Dann kann ich das da hinsetzen. Farbe ändern ist F. Ach so, okay, dann sehe ich das da oben. Machen wir es erstmal rot. Oh, da geht die Sonne auf, wenn es denn eine Sonne ist. Hier haben wir einen Verpacker, Erde. Ja, Stäbchen haben wir auch. Also erstmal passt es doch alles, ne? Jetzt müssen wir von diesen Teilen noch was finden.
zum Mitnehmen, ne? Was haben wir hier für ein Teil gebaut? Ach so, das kleiner Drucker und das ist ein Generator. Ich glaube, das bringen wir mal da hinten hin. Den kleinen Drucker bringen wir auch dahin. Ein bisschen hier aufräumen, ne? Muss ja nicht alles hier so mitten in der Welt stehen, oder? So. Der Generator. Machen wir da mal dran. Ich weiß jetzt nicht, ob es das bringt oder nicht bringt, ne? Den anzuschließen. Na, doof ist, dass der kleine Drucker jetzt da auf der falschen Seite steht im Endeffekt. Wo druckt der hin? Ich glaube, der druckt nach hier, ne? Wie dreht man das nochmal? So. Ich hoffe, der macht so jetzt Strom. Was können wir jetzt hier drucken? Gucken wir gerade rein. Mittelgroßes Lager. Roversitz, Traktor, Hänger, Feststoffschubdüse. Okay, Aluminium, Ammonium bräuchte man hier. Keine Ahnung. Verpacker. Verpacker ist gut. Und das braucht Graphit. Den können wir kleiner Kanister. Flutlicht kann man hier bauen. Gut, Dynamit, Sprengpulver. Das war noch im Labor zu machen. Roboter. Ja, das ist alles für dieses komische Rakete da, glaube ich, ne? Und Gemisch brauchen wir für einen mittelgroßen Drucker, Sauerstoffmacher. Mittlere Ressourcenkanister, Stromverlängerung, Verteiler, mittelgroßer Generator. Wolfram braucht man dafür, okay. Mittleres Solarmodul, Kupfer und Glas. Sind wir schon durch? Ja, jetzt sind wir durch. Aber den Traktor, den sollten wir uns überlegen, ne? Aluminium bräuchte man dafür. Und dann die Anhänger dafür. Ah, da gab es doch auch dafür zu gucken, ne, oder? Gucken wir gerade, die Anhänger brauchen die. Gemisch und Aluminium. Okay. Das heißt, wir brauchen zwei, drei, vier, fünf. Fünf würde ich sagen, Aluminium und noch zwei Gemisch dann. Um hier einen Trecker zu kriegen. So, jetzt ist die Frage, wo wir hier, ne, weitergehen. Ich glaube, wir gehen erstmal dahin. Obwohl, bringt es das, dahin hinzulaufen? Geht's, ist das nur ein Krater oder geht es hier unten irgendwie rein? Ne, ist nur ein Krater. Okay, hier rechts ist Gemisch, oder? Ja, Gemisch ist schon mal in der Nähe. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Hier ist ein Geysir. Wir müssen immer schön aufpassen, dass wir nirgendwo runterfallen. Da kann man nicht durchgehen. Ich weiß nicht, ob man den irgendwie aufsammeln kann. Das ist auch gemischt, ne? Ja. Hier ist eine Kiste. Dafür braucht man Dynamit, um das aufzumachen. Da auch noch eine. So, was haben wir hier? Hier haben wir Graphit, oder? Ja. Aber irgendwie ist da nicht nur Graphit, sondern andere Dinge auch noch, oder? Das Problem ist, unser Rucksack gleich ganz schnell voll ist, ne? Ein Platz ist noch und wir haben gerade Gemisch auch dabei aufgesammelt, ne? Ammonium, Gemisch. Graphit sehe ich jetzt hier gerade nicht mehr. Doch, da. Ne, Graphit. Warte mal. Ne, Rucksack ist voll, bringt also nichts mehr. Lass uns schnell wieder zurück zum Abliefern. Aber wir brauchen Laterit, um Aluminium herzustellen, damit wir definitiv dann, ne, einen Trecker kriegen könnten hier. Weil der wird hier auch wieder Sinn machen, ne?
Transportmittel ist schon wichtig. Hier gibt es eine Forschungsprobe. Die nehmen wir mal mit, auch wenn es nur klein ist und beschwerlich ist, vor allem die mitzuschlüren, ne? Hier ist auch noch eine Forschungsprobe. Ja. Okay, hier ist unsere Unterkunft. Bei der Unterkunft geht es dann runter, ne? Und dann nehmen wir mal, glaube ich, den Dingensständer da unten mit. Und stellen den da oben hin, weil dann brauchen wir nicht ganz hier so runterlaufen. Oh. Region Flachland, obwohl ich gerade wieder merke, wie schwer, beschwerlich es ist, das Ding da runter zu kriegen, ne? So, Rucksack auf und was zum heraus? Eigentlich nichts wirklich Wichtiges, ne? Den Verpacker haben wir mit, der ist hier drin, Booster-Anpassung. Ja. Zum Mitnehmen brauchen wir das auf jeden Fall nicht. Wir können aber gerade mal hier so Lager erstmal auffüllen und dann gucken, was wir weitermachen. Verpacker. Ne, den müssen wir schon im Rucksack lassen, im Koffer, wollte ich schon sagen, ne? So. Ist schon wieder dunkel, ne? Tja, was machen wir jetzt hier? Wir laufen hier durch die Gegend und suchen jetzt etwas. Ja, doch, wir haben da hinten schon eine tiefen Bohrung gemacht, sozusagen. Macht vielleicht Sinn, da doch nochmal lang zu laufen, oder? Obwohl die weit weg ist, ne? Hm. Aber wir sind hier schon reingebohrt, das passt schon. Und Hügel war definitiv für uns wichtig wegen, ne? Slidern wir einmal hier runter und hoffen, dass wir nicht abstürzen. Hier war ja eine Höhle, ne? Ja. In der wir auch schon unten sind. Oder gefühlt unten sind. Da war Material. Ist das Latarit? Ja. Ist denn hier noch mehr Latarit? Da, ja. Schutt. Schutt. Da ist immer ein Teil, ist noch nicht Schutt, ne? Ah, Kohlenstoff ist da drauf, okay. Der Rest ist wohl Schutt. Der Rest ist Schutt, genau. Kurz einmal Sauerstoff holen. Können dann mal schauen, dass wir hier so eine Linie weiterbauen erstmal, ne? Das haben wir ja irgendwo hier aufgehört. Ne, da geht es noch weiter runter, oder? Ne, wir waren noch weiter unten, okay. Hier liegt auch noch mehr Zeug. Okay, sind wir da irgendwie runtergekommen? Ich glaube schon. Was ist das hier jetzt? Wolframit haben wir hier abgebaut, okay. Ja. So. Haben wir noch einen Platz frei? Ja, da oben rechts ist noch ein Platz frei. Das heißt, wir können eigentlich noch mehr abbauen.
Schade, den habe ich nicht mehr gekriegt. Ah, ich habe ihn doch gekriegt. Jetzt ist die Frage, wie wir da runterkommen, ne? Bauen wir da einfach weiter. Ist schon ziemlich viel hier, ne? Der sagt, hier ist überall Wolfram mit, ne? Oh, wir haben hier keinen Sauerstoff mehr. Schnell zurück. Haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet wieder, ne? Okay, mal gucken, ob wir hier noch irgendwie weiter runterbauen können, ohne dass wir jetzt hier runterfallen. Sieht erstmal gut aus, oder? Okay, kann man die Wand noch so bauen, dass wir daneben herkommen? Ne, sieht nicht so aus gerade, oder? Ah, doch, würde gehen. Müssen wir hier ein bisschen aufrüsten. Sind wir gleich unten. In einer neuen Höhle. Was hat hier gerade Blub gemacht? Diese Pflanze, ne? Nee, oder? Irgendwo überschießt mich wieder so eine Pflanze, oder? Das hatten wir schon mal irgendwo, ne? Oder nicht? Ich weiß aber nicht wo. Ist das hier irgendwo? Ich sehe es, wenn aber nicht. Das war so ein grüner Nebel, ne, oder? Ist das hier irgendwo? Oh, da haben wir schon zu viel. Okay, warte mal, da liegt noch ein Teil. Ist das von uns abgestürzt? Ne, ne? Funktioniert aber, wenn. Ich sehe dieses Teil nicht. Wenn ich das jetzt mitnehme, kann ich dann genauso schnell da hoch. Hm, sieht nicht so aus. Sehe ich irgendwo dieses Teil, was dieses Geräusch macht? Ich glaube nicht, ne? Gut, gehen wir mal hoch und hoffen, dass wir hochkommen hier. Es ist ja gerade ein bisschen tricky. Aber erstmal klappt's. Wir sind eine Etage höher, glaube ich. Wer weiß, wo dieses komische Ding war, was mit diesem grünen Nebel ist, glaube ich. Ja, wir haben auf jeden Fall etwas mitgenommen, was wir brauchen können. Und das ist zwar hier unser Wolfram, was wir da rausbauen, ne? Gut, aber wir müssten eigentlich schauen, dass wir so einen Trecker haben, dass wir hier runterkommen, ne? Das wäre wahrscheinlich sehr wichtig. Trecker ist wichtig. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir da die Klamotten für kriegen, dass wir den Trecker kriegen, Fahrzeug und dann mit Anhänger am besten und dann da durch.
Jetzt haben wir ein bisschen was eingesammelt, aber ich glaube, das reicht vielleicht nicht. Weiß ich aber nicht. Müssen wir gucken. Ich würde sagen, wir machen hier auch erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.